Und er war ich immer in Wittlich an der Moseleifel. Kennt ihr das? Wittlich? Das ist so ein Weinanbaugebiet. Das kann man den Leuten dort auch ansehen. Die haben da Knollnase, schiefe Beine und hängen den Hängen. Und dann hatte ich einen Auftritt mit ein paar anderen Kollegen in einem Einkaufszentrum, weil berühmt. Und die Bühne waren auch so 2-Euro-Paletten mit einem Teppich unter der Rolltreppe neben Aldi. Und dann waren 4 Bierbänke und Jens mit der Technik. Und das war die Show. Dann standen wir da und es war niemand da. Ne? Es kamen ab und zu mal Leute aus dem Aldi raus, blieben stehen und haben gesagt, sind weitergelaufen. Wir standen da so, hey, huh. Aber was komisch war, alle in dem Ort waren ja betrunken. Wirklich jeder in Wittlich war betrunken. Kinder, Eltern, Großeltern, alle waren rotzevoll. Und du konntest auch keinem fragen, warum, weil die waren alle voll. Und bis einer dann gesagt hat, ja, wir haben die Säubrenner-Kirmes. Ich so, hä, Säubrenner-Kirmes, was ist denn das? Was macht ihr da? Und die so, na, eine Woche lang. Ich so, hä, wie, eine Woche saufen? Aber keiner konnte mir das erklären, warum, wieso, weshalb. Da habe ich recherchiert und herausgefunden, Säubrenner-Kirmes. Die Geschichte dahinter ist, die Stadt wurde belagert am Ende des 14. Jahrhunderts von einem Raubritter namens Friedrich von Burg. Egal, ich habe das so überflogen. Jedenfalls, und die haben diesen Ort nur abends belagert, weil tagsüber haben die Raubritter, ich weiß nicht, Startups gegründet. Ich weiß es nicht, so geht die Geschichte. Die haben halt diesen Ort nur abends belagert und eines Abends findet der Torwart von Wittlich den Bolzen nicht, um das Tor zuzumachen und nimmt anstatt des Bolzens eine Rübe. Weil Rüben damals einen anderen Härtegrad hatten im Hochmittelalter auf der Mohrschen Skala. Wie auch immer. Und dann liefen aber die Schweine frei rum durch Wittlich und eine Sau erspäht halt diese Rübe und denkt sich, ach geil, eine Rübe, ein Snack. Ham, niam, 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 niam. Und knabbert so die Rübe weg und das Tor geht auf. Und die Raubritter draußen sagen sich, geil, die Idioten haben aufgemacht. Und rennen halt rein und brandschatzen und plündern und machen alles, was so Raubritter machen. Und nach 3 Tagen ziehen die ab und die restlichen überlebenden Wittlicher bilden einen Rat und versuchen den Schuldigen herauszufinden und entscheiden sich, alle verbliebenen Schweine vom Ort zu verbrennen. Säubrenner-Kirmes. Ich stelle mir nur den Torwart vor, der so, huh, das war knapp. Wie können wir dafür sorgen, dass wir die nächsten 600 Jahre auf dem Niveau bleiben? Und das feiern die jedes Jahr. Das ist total irre. Wie viel Crack musst du geraucht haben, um daraus ein Fest zu machen? Und da war ich in Naumburg an der Saale. Das ist, ja, also ihr seht, ich komme rum. Naumburg an der Saale ist bekannt. Naumburger Dom ist ja UNESCO-Weltkulturerbe und auch der einzige Grund, da hinzufahren. In Naumburg an der Saale haben die auch ein Fest. Das ist das sogenannte Kirschfest. Das geht 8 Tage im August und läuft ungefähr so ab. Also, okay. Und pass auf, die Geschichte dahinter ist, Naumburg wurde belagert. Anfang des 15. Jahrhunderts von den Hussiten. Ne? Und der Anführer der Hussiten zu dem Zeitpunkt war Prokop, nicht Boskop, das ist ein Apfel. Und der belagert halt diesen Ort. Und ein lokaler Lehrer aus Naumburg hat die Idee, die Belagerer zu besänftigen. Und nimmt alle seine Schüler aus seiner Schule, packt die in weiße Büßergewände und will sie halt dem Belagerer schenken. Ne? Und die Kinder so, warum wir? Und er so, keiner braucht euch, kommt, ne? Kommt. Und dann geht er halt mit den Kindern zu dem Prokop und sagt, ey, willst du die Kinder haben? Und der sagt, nee, ich brauche die auch nicht. Aber ich habe hier eine Menge Kirschen. Kinder, wollt ihr Kirschen essen? Und die so, ja, wir werden seit Wochen belagert, logisch. Nam, 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 nam. Essen die ganzen Kirschen. Dann werden alle wieder zurückgetrieben in den Ort, weiter belagert, bis alle tot waren. Kirschfest. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Völlig kranke Scheiße. Völlig krank. Dann war ich mal in Augsburg. Ist ja auch nett da. Und in Augsburg, die haben ja auch einen Feiertag mehr als alle anderen. Friedenstag, ne? Glaube ich, 8. August, ne? Und da muss man wissen, in Augsburg gibt es eine Statue, die ist ziemlich groß aus Stein, hat nur einen Arm und wenn man die anfasst, bringt das Glück. Und diese Statue heißt der steinerne Moa. Das heißt der steinerne Mann, weil die können dort kein Deutsch. Und die haben halt diesen Feiertag, weil die Stadt wurde belagert, ne? Während der Religionskriege im 16. Jahrhundert. Und die Stadt wird halt belagert und ein lokaler Bäcker hat die Idee, die Belagerer zu demoralisieren und fängt an, aus Sägespänen Brot zu backen. So das erste echte vegane Brot. Ja, so ein
So ein Fake-Brot. Kannst du im Prenzlauer Berg kaufen, kannst du essen, aber dann blutet dir die Fresse. Und er macht halt diese Sägespänenbrot, packt den Sack, geht die Mauer hoch und fängt an, dieses Brot runterzuwerfen, um den Belagerern zu demonstrieren, wir haben ganz viel Brot, ne? Damit die sagen, boah, die haben so viel Brot, die schmeißen das ja sogar weg, ne? Komm, wir hören auf. Jetzt waren die Belagerer aber bewaffnet mit Armbrüsten, was in meinem Kopf ein super lustiges Wort ist, einfach nur blub, egal, vergesst es wieder. Immer wenn ich ein Geschichtsbuch lese, so Armbrüste. Gibt's dafür BHs? Ich weiß nicht. Egal. War gestern jemals eine hatte große Armbrust? Eine große. Doppel D. Und schießt halt diesem Bäcker den Arm ab, ne? Und er verliert seinen Wurfarm und steht dann da und sagt, nee, mit links werf ich nicht, da sehe ich dumm aus. Und jetzt gibt's eine Statue von diesem Bäcker ohne Arm. Und wenn man den anfasst, bringt das Glück. Feiertag. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Wir haben ja auch einen neuen Feiertag in Berlin. Also das heißt neu, der war ja zu DDR-Zeiten schon Feiertag. 8. März, Internationaler Frauentag. Ne? Weil Berlin wurde belagert. Aber letztes Mal, wo man richtig Frauentag feiern konnte in Berlin, war ich vor Corona. 2019. Aber das war die Hölle. Frauentag in Berlin war absolut. Überall rotzbesoffene Weiber, Bollerwagen, Technomucke, ne, haben in jede Ecke gepuschert, haben sich unter den S-Bahn-Bögen geprügelt und so weiter. Und wir Männer standen daneben so, oh mein Gott, ekelhaft. Wie kann man sich nur so benehmen?